Jetzt zeige ich dir, wie du die Ärmelsäume nähst. Eine Variante ist es, mit einer Overlockmaschine zu arbeiten und die Kante erstmal zu versäubern. Das muss nicht unbedingt sein, da sich Jersey ja nicht aufribbeln kann oder sich auflösen kann, die Naht. Aber das mache ich ganz gerne, damit ich beim Nähen von oben die Naht besser greifen kann. Dann ist hier mit einer Zwillingsnadel gearbeitet worden. Das ist eine Naht, wo die Nähte doppelt genäht werden und parallel zueinander verlaufen. Ich zeige dir, wie du eine andere Variante nähen kannst, ohne Overlockmaschine. Dazu muss der Saum erstmal umgeklappt werden. Du erkennst anhand der Knipse, wie weit du einklappen musst. Am Knips einklappen und festbügeln. Ich stecke das Ganze aber dann nochmal zur Sicherheit mit Stecknadeln fest, damit nichts verrutschen kann. Die Stecknadelköpfe zeigen nach oben, damit du sie beim Nähen ganz einfach rausziehen kannst. Das gleiche nochmal mit dem anderen Ärmel. Und jetzt kann genäht werden. Dazu brauchst du eine Jersey-Nadel und einen elastischen Zickzackstich. Das heißt, ich habe hier jetzt eine Stichbreite von 3 und eine relativ lange Stichlänge von 3,5, damit die Naht nachher schön elastisch ist. Jetzt nähst du ungefähr im Abstand von 2 cm und fast mit dem Finger immer so ein bisschen entlang, dass du die Naht auch, dass du die Stoffkante unter dem Stoff auch greifst. Vor der Nadel stoppen und rausziehen. Ich habe jetzt diese Naht nicht durch Vor- und Zurücknähen am Ende und am Anfang versäubert, denn die Naht wird sowieso nochmal geschlossen und kann dadurch nicht mehr aufgehen. Das Gleiche machst du jetzt natürlich nochmal für den anderen Ärmel. Und ich zeige dir gleich, wie du die innere Ärmelnaht und die Seitennaht schließt. Ich zeige dir jetzt, wie du die innere Armnaht und die Seitennähte schließt. Du hast den Ärmelsaum bereits genäht. Das ist für dich eine super Möglichkeit, als Nähanfänger ohne Freiarmnähmaschine vorzugehen. Das heißt, du nähst erst die Ärmelsäume und anschließend die Seitennähte. Du kannst natürlich auch so vorgehen, dass du erst die Seitennähte schließt und dann im Anschluss mit einer Freiarmnähmaschine, sofern du dir es zutraust, die Ärmelsäume zusammen mit dem Abschlusssaum zu nähen. So, wir nähen jetzt die Seitennähte. Dazu das Kleid nehmen und die Nähte, die Seiten rechts auf rechts zusammenbringen. Dabei wieder darauf achten, dass die Knipse und die bereits genähten Nähte aufeinandertreffen. Alles schön feststecken. Die Knipse treffen aufeinander. Die Nahtzugaben klappst du
versetzt zueinander, also die eine in die eine Richtung und die andere in die andere Richtung. Wichtig ist, dass die Naht aufeinander trifft. Auch hier wieder schön schauen, dass die Knipse aufeinandertreffen. So, wenn alles festgesteckt ist, kannst du das Ganze mit der Overlock-Maschine zusammennähen. Immer schön schauen, dass die Kanten aufeinandertreffen. So, eine Seitennaht ist geschlossen. Das Gleiche machst du jetzt für die andere Seite und ich zeige dir als Nächstes, wie du das Bündchen anbringst.